So, hallo und herzlich willkommen zurück in Crysis 3. Ja, wieder unterwegs mit mir in Crysis. Und denn wir müssen jetzt die Aliens vernichten. Ja, wir haben ja in der letzten Folge unter dem Stauraum das große Mutter-Alien, das Alpha, Omega, ach was weiß ich, irgend so was auf jeden Fall, Alien befreit. Ja, ungewollt. Und jetzt ist natürlich wieder. Prophet, bitte komm! Treffpunkt, Scheiße! Der Kampf am Dampfen. Oder besser gesagt, der Krieg am Dampfen. Und. Treffpunkt ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig! Dieses cool. Seth. Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf Ling Shan waren hart. Komm schon! Müssen wir wieder gucken, dass wir hier wieder durchkommen. Ob der das gilt oder nicht? Oh Mann, die sind so schwer. Prophet, bitte. Komm, Treffpunkt. Scheiße! Was ist denn jetzt? Treffpunkt ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig. Diese Sam. Oh. Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf Ling Shan waren hart. Komm schon! Das Problem ist halt, die haben einfach nicht mal genug Munition hier. Ey, das ist Wahnsinn. Wie ein Wegplatzen hier. Prophet, bitte. Ja. Komm, Treffpunkt. Scheiße! Treffpunkt ist immer noch frei, aber da tobt der Bär. Sei vorsichtig. Ja, diese Sam. Scheiße, und ich dachte, die Bastarde auf Ling Shan waren hart. Komm schon! Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir schleichen uns hier am besten durch. Das sollte jetzt fester sein. Muss erst gar nicht hier mit den Aliens großartig anlegen. Aber nur wenn wir es wirklich brauchen. Müssen wir irgendwie nach da hinten kommen? Und naja, auf jeden Fall wollen wir jetzt irgendwie mal versuchen hinzukommen, ohne mal hier dauerhaft zu sterben. Dafür haben wir ja unser Tarnfeld. Und sieht hier auch scheiße aus. Ganz entspannt lässt er erstmal ein Ei liegen. Oder legt ein Ei. So. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass die Aliens jetzt wieder da sind, ja. Dadurch, dass wir das Alpha-Vieh hier freigelassen haben, hat er natürlich gleich mal seine ganzen Freunde eingeladen zur Party. Und naja, ihr seht ja jetzt, was bei rausgekommen ist. Wir müssen uns jetzt langsam hier durchschleichen. Zumindest zu versuchen, zumindest durchzuschleichen. System X. Der Alpha-Chef. Schnell wieder in den Tarnraum gehen. Oh. Okay, ja. Hinter uns ist auch einer. Hier hoch. Nein. Wo müssen wir da hin? Wir müssen hier hoch. Wo ist denn der? Ist meine Energie geht so näher. Und hier kommen wir natürlich nicht durch, ist ja wieder
1A. Raus hier! Nein! Psycho! Psycho? Ich höre dich. Brauchst du was? Nein, wollte mich nur melden. Bin in etwa 30 Minuten am Treffpunkt. 30 Minuten? Das dauert aber lange noch. Warum habe ich eine nicht vor, umzuschleichen? Oh, was ist denn hier los? Wir haben erstmal fett abgebrannt. Wo haben wir das jetzt hier? Warum brennen die denn? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Boah, wieder 200 Meter latschen. Querfeld ein hier. Kritischer Treffer am Turm. Alle Abwehrsysteme ausgefallen. Rückzug, Rückzug! Turm 436. Wir können uns nicht halten. Wir werden jeden Moment überrannt. Feindpräsenz ist... Scheiße! Sie sind... Mann. Notsignal aktiviert für Sektor Alpha 9. Ja, kann ja keiner wissen, dass da auf jeden Fall unter dem Staudamm Alpha 5 ist. Alec wollte ja nur die Maschine ein bisschen nerven. Oder die. Oh, halt, wo ist das Ding? Okay. Prophet! Immer noch keine Spur von Rush. Dafür haben wir Self-Aktivität im gesamten Dom. Cell wird ausgelöscht. Oh, das müsste ja die Sniper sein. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben ja zum Glück noch unseren Bogen. Ja, hier ist er wieder los, ja. Das ist ein Chlorophenus, ein Scorcher. Die kenne ich nur aus Cells Forschungsakten. So, wir machen den jetzt kaputt, den Teller. Bisschen C4, immer gut. Meine Gesundheit ist zwar auch im Eimer, aber ist nicht schlimm. Ja. Oh, hier fällt auch irgendwas runter schon wieder. Okay, egal, wir schnell rennen. Prophet, das Kommunikationsnetz ist bald wieder online, aber unsere Feldkommandeure melden von überall wiederbelebte Seth. Der Dom ist noch intakt, aber im Innern. Mein Gott. Oh, das ist eine Dreischusswaffe. Die löschen alles Menschliche aus. Ich muss Rush finden. Ich bin für sowas nicht ausgebildet. Prophet, Vorsicht. Ja, Sie nähern sich einem deaktivierten Pinger. Angesichts der Self-Aktivitäten könnte er reaktiviert werden. Sie sollten ihn umgehen. Vermutlich, aber wenn er eine Energiequelle hat, kann ich sie vielleicht nutzen. Ja. Was war das jetzt? Ja, im Dunkeln lässt gut munkeln. Ja, wir kennen sie ja.
Okay, vorsichtig sein hier, der läuft schon wieder drum. Den wollen wir natürlich nicht ärgern. Ach Mann, jetzt ist der Pink schon wieder bei uns. Überall hat sich hier Viecher hier. Ach du Scheiße. Na gut. Wir müssen hier mehr schleichen hier im Spiel als in den anderen Teilen, habe ich das Gefühl. Und die Kumpels hier, die sind schon ganz schön hart im Nehmen. Weiß ich aber, habe ich jetzt C4 in der Hand oder nicht? Nee. Naja, wir versuchen zumindest. Hier sieht man ja die zwei Punkte. Das ist eigentlich gelbes gewesen gerade, hier ist schwarz. Ja. Aber hoffentlich sind wir hier gut. Oh oh. Ich will in den Tarnung gehen, da ist einer. Was ist das denn hier? Das sieht ja ganz schön interessant aus, muss ich sagen. Hier auch irgendwo eine Waffe rum. So, wo man das darstellen soll. Ich glaube, ich verpiss mich hier. Schnell von hier verpissen. Ne? Ich hoffe, ihr glaubt, ihr versteht mich, ja. Wie komme ich auch irgendwo hier durch? Erschrocken hier. So, hier kommen wir wieder schön durch. Ja, ja klar. Irgendwie müssen wir ja hier hin gucken. Ach, wir haben ja keine Karte. Wir müssen da hinten lang. Okay, wir können runter. Da müssen wir mal runter. Prophet, ich bin jetzt über dem Skin-Labor. Der Zugang ist unter Turm 1 Bravo. Wir treffen uns dort. Du musst da nicht mehr rein, Michael. Ich kann die Anzugmulde von hier bedienen. Ich komm klar. Prophet macht mir mehr Sorgen. Okay, wir können hier nicht hoch. Hier kommen wir auch nicht rein. Hä? Geht's denn jetzt hier weiter, verflixt? Ist man doch hier außen rum? Hier läuft auf jeden Fall irgendwo einer. Okay, der Kumpel hier macht ein bisschen Lärm. Und natürlich hier zu zweit die Direktviecher.
So, hier geht's auch nicht lang, ha? Da haben wir ja irgendwie sowas von klar. Oh, irgendwo müssen wir ja weiter. Gucken, ob es hier weitergeht. Sieht zumindest so aus, als würde es hier weitergehen. Hier wäre ein Scharfschützengewehr. So, und nun? Oh, 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 was ist hier los? Ich habe irgendwie keine Ahnung, wo es hier weitergeht. Taschenlampe anmachen wird wahrscheinlich auch nicht gerade die beste Idee sein hier. Aber wir nehmen doch lieber wieder das Scharfschützengewehr in der Hand. Ich weiß nicht, wo wir weitergehen sollen. Opala. Ja, jetzt waren wir natürlich in jeder Position, wo wir hier hin könnten, um durchzulaufen irgendwo. Mir fällt halt absolut nichts ein, wo wir noch hingehen könnten. Aber das ist ja nicht umsonst hier irgendwie ein Scheinwerfer hier. Oder hier zum Beispiel. Oder doch, ich glaube, ich habe jetzt einen Weg gefunden. Und das Sofa. So, nochmal eine Tarnung raus. Nochmal versuchen hier Energie aufzuladen. Wir müssen jetzt irgendwie hier durchkommen. Aber das werden wir jetzt in der nächsten Folge machen, denn diese Folge ist ja auch schon wieder fast 20 Minuten. Und ich hoffe, es hat euch mal gefallen, wo es denn überhaupt weitergeht. Falls Leute wissen möchten, wo es denn weitergeht. Denn hier geht es auf jeden Fall weiter, habt ihr das gesehen. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, es kam jetzt gerade nicht viel gemessen gerade momentan. Aber naja, ich tue mein Bestes, um mehr Gemetzel ins Spiel reinzubringen. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Crysis 3. Ja. Mit Silvester und dann ciao, ciao.